So, Moment, gleich geht's los. Ich komme. Das ist der erste Gruß aus der Jablonski-Straße für vor allem die Community, für die ehemaligen Teilnehmer. Und deswegen als vertrauter Anker, los geht's. Ich will ab jetzt einmal die Woche hier aus der Jablonski-Straße direkt nach dem Seminar einen kleinen Gruß senden, so ungefähr 10 Minuten auf YouTube an die Community, die ehemaligen Teilnehmer und natürlich auch alle Interessenten, so als Einblick in die Jablonski-Straße, als Gruß aus der Jablonski-Straße. Wir hatten hier gerade zuletzt den Modeling-Master, der Raum ist noch seminarwarm von 5 wundervollen Tagen, ist allerdings schon aufgeräumt, deswegen du hörst es. Wir haben hier sehr viel Hall, sehr viel Akustik. Wenn du dir hier die Teilnehmer reindenkst, was du ja gewohnt bist, wenn du hier schon mal warst, dann weißt du, dann klingt es etwas mehr stumpf vom Klang her. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, was letzte Woche war, wovon ich dir gerne erzähle und was nächste Woche sein wird, dass du gut den Kontakt hierher halten kannst. Wenn du dieses Video siehst, dann ist natürlich der Newsletter vom Samstag schon bei dir angekommen und du hast ihn vermutlich schon gelesen, möglicherweise lies ihn. Der kommt ja aufgrund einer E-Mail, die ich von einer Teilnehmerin bekommen habe. Da hat mir also letzte Woche eine Teilnehmerin eine E-Mail geschickt, die war vor 20 Jahren hier. Nee, nicht hier, das waren andere Räume. Die war vor 20 Jahren in der NLP-Ausbildung bei mir. Ich kann mich noch an sie erinnern. Und sie hat mir geschrieben, dass sie seitdem im Newsletter-Verteiler ist und seitdem den Newsletter bekommt. Ich meine, jetzt seit 5 Jahren schreibe ich den wöchentlich. Davor habe ich ihn so alle paar Wochen geschrieben. Das heißt, sagen wir mal so, circa 300 Newsletter hat die bekommen. Und sie hat das immer mit viel Freude gelesen und Unterhaltung und Anregungen, hat sich gefreut, den Kontakt zu halten. Und jetzt kam von mir 4, 5 Wochen lang diese Serie, die immer anfing mit den Worten Corona ist vorbei. Und dann hat sie mir geschrieben, dass sie das anfangs nicht lustig fand und dachte, ich löse das irgendwie auf. Ich habe es aber nicht aufgelöst und sie hat sich so geärgert, dass ich jetzt den Newsletter abbestellen möchte. Sie hat auch einen wirklich guten Grund angegeben, weil sie meinte, dass ihr Mann im Krankenhaus ist, dass er immunsuppressiert ist und dass sie es einfach überhaupt nicht lustig findet, den Satz zu lesen, Corona ist vorbei. Wofür ich volles Verständnis habe. Ich meinte mit Corona ist vorbei ja auch nicht die Krankheit. Ich meinte das Mindset, habe ich ja geschrieben. Ich habe übrigens wirklich Verständnis für sie. Das ist jetzt wirklich wahrhaftig von mir gesagt, weil das muss so ein Zustand von Hilflosigkeit sein. Da ist ein geliebter Mensch und der liegt da und du kannst nichts machen. Und da ist, in aller Aufrichtigkeit gesagt, finde ich eine Symbolhandlung immerhin schon mal so ein bisschen eine Idee, wie ich mir was Gutes tun kann. Natürlich wird es ihr Mann kein bisschen besser gehen dadurch, dass sie den Newsletter abbestellt. Aber es könnte ja sein, dass es ihr besser geht, weil sie ihn abbestellt und dann geht es auch ihr Mann besser. Jedenfalls, sie hat ihn abbestellt. Bei mir hat das angeregt, als Modellierer, die Frage, wie ist in dem Fall eine Timeline gebaut? Also, da sind auf der einen Seite 20 Jahre und 300 Newsletter, und nochmal ungefähr so viel in der Zukunft an Möglichkeiten. Und dann in der Gegenwart 5 Newsletterchen, die so ein bisschen quer liegen und flupp, abbestellt. Und darüber habe ich die Newsletter geschrieben. Letzte Woche eher theoretisch, jetzt nächsten Samstag kommt er dann mit einigen praktischen Übungen. Was war noch letzte Woche interessant? Wir haben das Hotel gebucht für das Erlebniswochenende Windham Garden in Berlin Mitte. Der Bezirk heißt jetzt offiziell Mitte, es ist Wedding, Nähe Bornholmer Straße. Wir haben da einen Raum gebucht, der ursprünglich sogar für 700 Leute Platz bietet, den aber jetzt das Hotel aus bestimmten Gründen bloß noch für 300 bis 400 Leute vermietet. Ich freue mich, wenn wir 200 Leute sind. Mein Traum wäre 200 Leute, 100 Leute Ausbildungsteilnehmer und 100 Leute
Gäste, Neulinge, Interessenten, Reinschmecker ins NLP. Ich freue mich vor allem auf die ganzen ehemaligen Ausbildungsteilnehmer, vor allem auf die Menschen, die ich jetzt 2 Jahre lang nur auf Zoom gesehen habe, Briefmarken, große Bildchen, immer nur das Stück hier, lächelnd, manchmal ein bisschen verrutscht und mit komischen Ton drin. Und wie schön wäre das, wenn wir uns wirklich in echt begegnen könnten, wenn wir uns in den Arm nehmen können, wenn wir einfach wieder Kommunikation machen können, wie sich eigentlich Kommunikation gehört. Ich freue mich so auf dieses Erlebniswochenende. Wir haben auch, da schreibe ich demnächst noch was drüber im Newsletter, mit dem Hotel ein Abrufkontingent ausgemacht. Das heißt, wenn du von auswärts kommst und diese eine Nacht in Berlin verbringen möchtest, dann kannst du bei dem Hotel anrufen und dich beziehen auf Ralf Stumpf Seminare und dann bekommst du es ein bisschen günstiger. Was war letzte Woche noch? Daniel Köpke hat ein Webinar gegeben, ein sehr schönes Webinar, wie ich finde. Der war ja vor ein paar Wochen bei Gunter Schmidt zusammen mit Nicole und hat Gunter Schmidt modelliert, selbstverständlich. Ich meine, wer von hier kommt, modelliert einfach und hat auch gemerkt, dass wie Gunter Schmidt mit Ambivalenz umgeht. Das ist sagenhaft. Und da hat Daniel ein, wie ich finde, schönes Webinar darüber gegeben, mit wieder beeindruckenden Bildern auch. Also ich meine, abgesehen von dem immer gleichen logischen Ebenen, visualisiere ich ja eher innerlich und mit Worten und mit Gesten. Er hat das sehr schön gemacht mit einer PowerPoint. Du weißt, das Video von seinem Webinar ist bis einschließlich Freitag, Donnerstagabend, Freitag auf der Seite www.ralfstumpf.de/webinar-tv und danach in der World of NLP und im Community-Bereich von Edomanto, also für unsere Ausbildungsteilnehmer auch immer zu kriegen. Und nächsten Donnerstag gebe ich wieder mal ein Webinar im Studio Jablonski und zwar über die logischen Ebenen. Das klingt komisch, aber ich glaube wirklich, ich habe noch nie ein Webinar oder ein Seminar gegeben, nur über dieses Modell. Es ist eigenartig, es ist wirklich eigenartig. Ich habe geguckt, da gibt es nicht wirklich was. Und darum ist es jetzt einfach mal Zeit, dass ich da über die logischen Ebenen was mache. Weil diese Webinare, die ich gebe, sind ja von meiner Seite auch ein bisschen so gedacht, dass das die Grundlagen des NLP abbilden soll. Ich habe ja jetzt schon einige Sachen gemacht, die im Practitioner zu kurz kommen, dass man halt, wenn man neu einsteigt oder auffrischen will oder sich für die Basissachen nochmal interessiert, ins Archiv gucken kann und dann in dem Fall halt sich mal zum Beispiel die logischen Ebenen angucken kann, rauskriegt, warum male ich die so komisch, warum male ich die so als Ei, als Todesstern, als Tennisball, als umgekehrter Maikäfer, was alles so gesagt wird. Das werde ich da eine Stunde erzählen. Und du weißt ja wahrscheinlich auch, es gibt da immer eine Stunde Vortrag, der hoffentlich angenehm und schön ist. Der wird aufgenommen, hinterher veröffentlicht. Aber wenn dieser Vortrag vorbei ist, dann stoppe ich die Aufnahme. Und dann geht das Gespräch los und mit denen, die da sind, das sind halt immer zwischen 50 und 200 Leuten, also extrem schwankend die Teilnehmerzahl. Super Gespräche zum Teil und ganz oft ist es so, dass nach einer Stunde gehe ich raus, weil irgendwann gehe ich halt auch nach Hause oder mache andere Sachen, wenn ich zu Hause bin und dann geht das, ich glaube der Rekord war bis 2 Uhr morgens, wo dann in diesem Zoom-Meeting die Teilnehmer wirklich noch miteinander fachsimpelt über NLP, über die Tiefen des Modells, über die letzten Geheimnisse des Lebens, zunehmende Dunkelheit, Mondenschein, Alkohol und die Gespräche werden immer tiefer. Ich finde das cool. Von daher, mach dir klar, du kannst die Aufnahme des Vortrags hinterher angucken, aber das Gespräch hinterher, es geht sogar so weit, dass es Leute gibt inzwischen, die schalten sich, es geht ja um 20 Uhr, 20 Uhr geht es glaube ich los, ja, die schalten sich nach dem Vortrag ein, also die schalten sich dann ein, wenn die Diskussion anfängt, weil sie halt diesen Community-Teil so schön finden. Was ist dann noch? Am nächsten Wochenende ist wieder Wochenend-Practitioner. Es ist ja auch so schön, dass wir endlich wieder hier in der Jablonski-Straße machen können, ohne Abstand und alles einfach so normal, wie es früher war. Es geht um Teilearbeit, Six-Step, internale Verhandlungen, Selbstintegration, Partsparty. Über den Six-Step geht es auch nächste Woche im Podcast. Ehrlich gesagt, nachdem ich die Podcasts immer früher aufnehme und dann schicke ich sie irgendwann in die Welt, dann werden sie veröffentlicht, bin ich so ein kleines bisschen
am Überlegen, was du kennst. Also jetzt, der nächste Podcast, der für dich erscheint, ist der mit Lucia Riesterer, jetzt am Dienstag. Kann sein, dass er schon draußen ist, wenn ich dieses Video auf YouTube veröffentliche. Lucia ist ja im Augenblick Teilnehmerin in Practitioner, Wiederholerin. Oh, das gab einen Aufruhr in meiner Gruppe von Testhörern. Ich habe so eine kleine Gruppe von Testhörern, die den Podcast sich einmal vorher anhören und sagen, ob der raus kann oder nicht. Und nun sage ich in der Anmoderation, ich unterhalte mich da mit Lucia Riesterer, die ist Expertin für Finanzen und Wiederholerin im Practitioner. Kam ein Sturm der Entrüstung. Du kannst doch nicht Wiederholerin sagen, das klingt doch abwertend. Du musst sagen, Vertieferin oder Senior-Teilnehmerin oder, also ich glaube, 10 Vorschläge kamen, einer wilder als der andere. So richtig eingerastet, finde ich, ist da keiner. Falls dir irgendwas einfällt, wo du sagst, das wäre so richtig cool, als Benennung, wie man das nennt, wenn Leute einen Kurs zum 2., 3., 5. Mal machen. Ich glaube, meine persönlichen Rekorde sind zum einen Keith Johnson. Da habe ich das gleiche Seminar, bei Keith Johnson ist genauso wie bei mir, der macht das gleiche Seminar nie zweimal. Ich glaube, ich habe ihn 10 Mal gesehen im offiziell gleichen Seminar und Klaus Marwitz Alpha Reading, glaube ich, war ich auch ungefähr bei 10 Mal. Wenn du mich kennst, und ich vermute mal, du kennst mich, wenn du das Video anguckst, dann weißt du, ich bin außerstande, irgendein Seminar 2 Mal gleich zu geben. Natürlich wird auch das Erlebniswochenende völlig anders als vor 2 Jahren werden. Die Wochenenden sind anders. Jetzt, wie gesagt, Practitioner-Wochenende, nächstes Wochenende, Teilearbeit. Ich mache es halt immer so, dass ich mir das Thema anschaue, was an dem Wochenende drin ist, und dann überlege, wie ist denn im Augenblick in meinem Leben der Bezug zu diesem Thema? Wie ist denn im Augenblick in meinem Leben der Bezug zu Teilearbeit, zu Kommunikation mit inneren Teilen, zu Mediation innerer Teile und sowas in der Richtung? Und dann vermittle ich an diesem Wochenende halt die Techniken, die da drankommen, Six-Tip, internale Verhandlungen und so weiter und so fort, aber jeweils unter dem Gesichtspunkt, wie es für mich im Augenblick aktuell ist. Dadurch bleibt es für mich immer spannend. Ich würde ja sonst nicht 30 Jahre immer das Gleiche machen können. Und für die Teilnehmer selbstverständlich auch, weil es, auch wenn man wiederholt oder zum ersten Mal da ist, immer eben ganz frisch ist. Und drum, komm gerne, wenn du schon mal da warst, zum Wiederholen auch mal vorbei. Oder als Senior oder als Vertiefer. Und dann sehen wir uns mal wieder. Genau, dann habe ich noch eine Bitte aus der Community. Wir haben ja eine riesengroße Community von vielen 100 Leuten, die hier die Ausbildung mal gemacht haben. Und ich mag das ja auch, dass wir als Netzwerk zusammen sind, dass man da auch in die Community Fragen stellen kann. Und nun hat einer aus der Community gerade ein Problem. Ich dachte mir, ich gebe das mal weiter, vielleicht weißt du eine Lösung. Der hat ein Gewerbe und ihm wurden die Gewerberäume gekündigt. Jetzt sucht er was Neues. Also solltest du zufällig, und ich lese es mal vor, eine Industriehalle mit 800 bis 1300 Quadratmetern in Berlin kennen, zusätzlich gerne mit Freigelände von nochmal 300 bis 500 Quadratmeter innerhalb Berlins oder nahe der Stadtgrenze, bevorzugt im Süden von Berlins, Privatstrand mit Cocktailbar muss nicht, wäre aber schön. Die anderen Sachen sind ernst. Also wenn du so eine Halle kennst oder einen kennt, der so eine Halle kennt, dann schreib mir. Und ich gebe das weiter und jemand freut sich, jemand, der hier die Ausbildung gemacht hat und der uns auch schon in einer Notsituation, als hier die Heizung nicht mehr funktionierte, über Wochen sehr geholfen hat mit mobilen Heizkörpern. Wenn du hier bei den richtigen Kursen warst, weißt du jetzt auch, um wen es geht. Das wäre toll, dass wir uns ein bisschen gegenseitig helfen. Jetzt schließe ich mit einem Zitat. Ich will irgendwie, ach, damit einfach auch die schönen Sachen sind, immer so ein paar Sachen, die mich beschäftigen. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Zitat gefunden von Abraham Lincoln. Und ich sage es dir auf Deutsch. Der hat wohl mal gefragt, wie viele Beine hat ein Hund, wenn man den Schwanz ein Bein nennt? Und er meinte, 4. Weil davon, dass man den Schwanz Bein nennt, wird er nicht zum Bein. Ich finde das cool. Klingt, als ob Lincoln einer der ersten NLPler gewesen wäre. Ich habe dann recherchiert im Internet, ob er das wirklich gesagt hat. Bei vielen Zitaten weiß man ja nicht. Und ich habe gemerkt, er hat es gar nicht wirklich gesagt. In Wirklichkeit hat er nicht vom Hund geredet, er hat von einem Kalb geredet.
Was mich freut, weil da merkt man, es war eine andere Zeit. Zu seiner Lebenszeit war für die Leute halt ein Kalb wesentlich naheliegender als inneres Bild als ein Hund. Aber egal, wie du es nennst, der Schwanz bleibt ein Schwanz und das Bein bleibt ein Bein. Und oh, das ist dieses Thema mit dem Benennen. Darüber habe ich auch mal ein Webinar gemacht, über Sprache und Postmodernismus. Ach, man könnte irgendwann demnächst kommt ein Register. Das wird noch Wochen bis Monate dauern, aber irgendwann demnächst kommt ein Register. Und dann ist alles, was es gibt an Newslettern, an Audios, an Videos, an Podcasts, an Kursen und so weiter, alphabetisch sortiert, abrufbar. Und wenn du dann irgendwann wissen willst, Sprache, Postmodernismus, wie auch immer, guckst du einfach nach und findest, in welchem Webinar oder Newsletter das ist. Ich freue mich da so drauf. Okay, das war's für heute. Ui, war doch eine Viertelstunde. Das war's für heute. Der erste Wochengruß aus der Jablonski-Straße, der kommt ab jetzt wöchentlich, darum heißt er ja Wochengruß. Ich freue mich, wenn du auch mal wieder vorbeikommst, wenn wir uns sehen. Ich freue mich, wenn wir uns am Erlebniswochenende sehen. Ach, da noch eine Fußnote. Wenn du zu den vielen Leuten gehörst, die hier mal eine Ausbildung gemacht haben und die irgendwie nicht dazu gekommen sind zu zertifizieren, wo noch irgendeine Kleinigkeit in der Testingarbeit fehlt. Also der Rekord im Augenblick liegt bei einer Person, die hat letztes Jahr ihr Zertifikat abgeholt und die Ausbildung 2013 besucht. Das ist schon stattlich. Also wenn du auch zu diesen Leuten gehörst, ich plane, dass wir beim Erlebniswochenende Zertifikate übergeben auf der großen Bühne vor Hunderten von Leuten, die aufstehen, dir applaudieren, Blumen werfen und am Ende vielleicht ein Autogramm von dir wollen. Ist das nicht cool? Komm vorbei. Okay, bis dann. Ich freue mich. Tschüss. Und jetzt gehe ich weg und mache das Video wieder aus. Also nicht wundern, es ist jetzt hier kurz mal der Stuhl leer, aber nächste Woche komme ich wieder. Tschüss.